Die Porsche European Open 2022 ist Geschichte und hat mit Kalle Samoja spektakulär einen Sieger gefunden am Finaltag. Es war ein tolles Turnier. Wir haben einen Ass gesehen, das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und wir haben außerdem gesehen, wie sich zwei Deutsche letztendlich bei der Porsche European Open für die US Open qualifiziert haben. Sie werden beide ihr Major-Debüt geben. Wen wir nicht gesehen haben, das war Martin Keimer. Und auch darüber müssen wir kurz sprechen. Der Golfplatz, der Green Eagle, die Green Eagle Golf Courses waren neben Kalle Samoja wahrscheinlich der größte Gewinner dieser Woche. Und all diese verschiedenen Themen möchte ich jetzt mit dem zum einen bekannten Personal, nämlich Michael Basche, unserem Golfpostautor, langjähriger Golfjournalist, außerdem Frank Adamowitz, der ehemalige Nationaltrainer und Playing Pro. Bis heute könnt ihr Golfstunden im Golfclub St. Leon Roth bei ihm buchen. Und außerdem, und da freue ich mich ganz besonders, haben wir Dirk Littenberg dabei, den Geschäftsführer von UCOM, dem Ausrichter, Veranstalter des Turniers, und außerdem ist er Turnierdirektor. Wer könnte uns also besser Einblick geben in alles, was gut und schlecht war bei diesem Turnier? Guten Morgen, sagen wir heute. Hi, ihr drei. Schönen guten Morgen. Moin. Bevor wir gleich zuallererst mal aufs Leaderboard gucken, Dirk, wie zufrieden bist du mit, ich sag mal, deinem Turnier gewesen? Ja, also ich muss sagen, sehr, sehr zufrieden. Wir haben endlich mal wieder Menschen bei einem Golfturnier gehabt und vor allen Dingen über 5 Tage Golf keine Masken gesehen. Und das hat mich am glücklichsten gemacht von allem, dass wir wieder als Veranstalter arbeiten können. Und sehr, sehr viele begeisterte Zuschauer auf der Anlage haben. Ich glaube, wer gestern an der 18 war, aber auch die Tage davor, der weiß, was es heißt, in Deutschland Live-Golf zu sehen und auszurichten. Und von daher, wir sind mega happy mit dem Gesamtverlauf, mit der Zuschauerzuspruch, mit einem Public Village. Von daher, ja, es ist schön, wieder zurück zu sein. Letztes Jahr war anstrengend, dies Jahr war auch anstrengend, aber auf eine andere Art anstrengend, positiver anstrengend. Und von daher sind wir super happy. Michael, auch du warst die ganze Woche mit vor Ort. Wie war dein Eindruck? Großartiges Turnier. Mit dem Wetter. Wir kennen ja auch andere Wetterunbilden von der Porsche European Open. Wir hatten ein tolles Turnier. Wir haben einen überraschenden Sieger. Wir haben eine sehr emotionale Siegerehrung gehabt, wo wir es vergangenes Jahr mit Marcus Armitage auch hatten. Aber jetzt einmal mehr. Die Deutschen haben gut abgeschnitten. Wir haben ein bisschen was Gesprächsstoff aus anderer Richtung, siehe Martin Keimer. Wir hatten, wie Dirk schon gesagt hat, wir hatten Publikum. Das Rennrad finde ich eine tolle Geschichte. Hinterm 18. Grün. Also da war ganz viel drin in diesem Turnier. Und ich fand es von A bis Z tatsächlich eine gelungene Sache. Also da auch an euch, Dirk, ein großes Kompliment. Ihr habt da ein tolles Dankeschön. Ding abgefahren. Sehr gerne. Frank, du warst hier der Einzige aus der Runde, so offen können wir sprechen, der nicht vor Ort sein konnte. Wie hast du es denn von draußen erlebt? Ja, geil. Also ich bin ja Fernsehgucker, ich bin ja golfbekloppt und natürlich habe ich gestern auch geguckt und das waren schon wirklich schöne Bilder, Wetter gut. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer gestern da waren, aber es sah richtig gut aus. Es wurde ja auch sehr interessant gespielt, muss man sagen. Der Platz hat da so seine gewissen Zähne und da haben sich manche dran festgebissen. Aber das ist ja auch ein guter Test. Ich finde es ja toll, wenn es so ein Golfplatz gibt in Deutschland, wo man dann auch mal wirklich kämpfen muss für seinen Score und nicht irgendwie der Sieger nach 4 Tagen und 30 runter ist. Und wie der Dirk sagte, Zuschauer, wieder ohne Maske, wieder normales Leben. Das ist ja nicht nur auf dem Golfplatz so, das ist ja grundsätzlich für uns alle sehr schön, würde ich mal sagen. Und bei so einem Golfturnier das so zu sehen, toll. Also von außen kann ich nur sagen, Hammer. Ja, und ich denke, dass es auch für alle Beteiligten innerhalb der Hammer war. Ganz besonders natürlich für Kalle Samoja, den wir hier auf dem Leaderboard ganz oben sehen. Seine 8 unter am Finaltag war nicht nur die beste Runde des Turniers, war gleichzeitig auch Platzrekord im Green Eagle. Was soll man sagen? Wenn einer Platzrekord schießt, dann sollte er nach Möglichkeit auch gewinnen, oder? Ja, ich sag ja immer, weißt du, ich habe genauso, wie du eben gesagt hast, auch gesagt, vielleicht kann auch irgendjemand richtig tief schießen. Wir haben es im letzten Jahr eigentlich auch genauso gesehen. Nicht so extrem wie in diesem Jahr. Ich hatte auch noch, also als ich gefragt wurde, habe ich ja gesagt, auch Tommy Fleetwood, habe ich gedacht, könnte sowas noch gelingen. Wir wissen ja, wie er, auch wenn der heiß läuft, wie er scoren kann. Und von daher ist es interessant, weil ich glaube, immer wenn wir über das Setup vom Platz diskutieren, sagen immer alle, Spieler auch, ja, hier kann man nicht scoren.
Und dann am Schluss, jetzt kannst du sagen, das ist einfach ein Lucky Punch. Aber letztendlich muss man beim Blechi mal aufpassen, wenn er eine 64 sieht, dass er sich noch schwerer macht. Von daher, ich finde es sehr interessant, dass es so ausgegangen ist, muss ich auch sagen. Für alle, die nicht wissen, wer Blechi ist, Michael Blech, Inhaber, Betreiber und vor allem der Designer des Golfplatzes, der Golfplätze, muss man ja sagen. Es sind ja mehrere, die es da in Green Eagle gibt. Ja, eine wirklich höllisch schwere Wiese. Wir schauen uns mal nebenbei noch ein paar Highlights an aus der Finalrunde von Kalle Samoja. Das machen wir ohne Ton. Michael Blech, du kennst ihn sehr gut. Glaubst du auch, nach der 64 wird das noch furchtbarer, noch unerträglicher machen, diesen Golfplatz? Nein, das glaube ich nicht. Das ist schwierig genug. Und sein allererster Anspruch ist ja, vor allen Dingen mal einen perfekten Golfplatz hinzustellen. Und ich denke, und da wird mir Dirk sicherlich recht geben, da ist jedes Grashälmchen steht da, wo es hingehört und ist am richtigen Platz. Und ich habe es in unserer Vorschau schon gesagt, das, was da auf dem Fairway liegt, das wünschen sich manche als Teppichboden im Wohnzimmer. Das ist einfach Wahnsinn. Und ich fand es auch gut, wir haben gestern vor Ort ja darüber gesprochen, dass die Fahne auf der 18 eben nicht ganz, ganz links in der Ecke steht, sodass es fast beim Anspielen schon wirklich schwierig wird. Wir haben gestern noch richtig gute Schläge gesehen. Kalle Samoja hat einen geliefert aus dem Rough, aus der Dropzone, der fast ins Loch gegangen wäre und vom Fahnenstock gestoppt wurde. Marcel Siem hat noch einen Eagle gespielt. Also das war eine tolle Fahnenposition, alles richtig gemacht. Und ich glaube, Blechi weiß, sein Platz ist schwierig genug und das reicht jetzt dann auch. Und man muss, ich erinnere dich an das, was du gestern in unserem Pressegespräch gesagt hast, Dirk, der Platz muss den Spielern ja auch noch Spaß machen. Dieses Zitat möchte ich gern von dir nochmal wiederholen, weil es wirklich genau der Punkt ist, wenn du Pros hast, die da wirklich frustriert vom Platz gehen, weil sie für gute Schläge vielleicht sogar bestraft werden, weil dann macht es auch keinen Sinn mehr, so eine Sache, dann ist es over the top und das muss nicht sein. Also die Balance muss sein mit den Pin-Positions und so. Und ich glaube, das war gestern auch in der Finalrunde, war das gut gegeben. Ich muss ja für meinen Teil als wirklich sehr, sehr mittelmäßiger Amateurgolfer sagen, ich habe persönlich wirklich gar kein Interesse daran, diesen Platz so zu spielen, wie der da gestern gespielt wurde. Auf der anderen Seite finde ich es für so ein European Tour Turnier oder DP World Tour Turnier, finde ich es fantastisch, dass es eben kein Chip und Putt Contest ist, sondern wirklich alle Bereiche des Spiels fordert. Du musst lang sein, du musst präzise sein, du musst trotzdem rund um die Grüns gut arbeiten, du musst vernünftig putten, weil die Grüns auch schwierig sind. Mental ist der Platz unheimlich herausfordernd, weil da jeder mit Rückschlägen zu kämpfen hat. Ich glaube, in den ersten Runden, drei Runden, gab es so viele Doppelbogies wie manchmal im ganzen Monat nicht auf der Tour. Zum Zuschauen muss ich sagen, fand ich es auch fantastisch. Und wenn man sieht, am ersten Tag, am zweiten Tag und am dritten Tag war der Führende nie bei einem besseren Score, Gesamtscore von 5 unter. Der hat sich also nicht viel nach unten bewegt. Frank, was macht dir mehr Spaß beim Gucken? Lieber so ein Turnier oder lieber den Sieger bei 23 unter und man sieht im Grunde genommen nur Birdies und Engines? Vögelchen. Also ich habe es eben die ja schon mal gesagt. Zu den Birdies. Ja, ehrlich. Ich habe es eben ja schon mal gesagt. Ein Turnier, wo der Sieger 30 unterspielt, finde ich persönlich mega langweilig. Ich gucke ja lieber sowas wie gestern. Aber wegen einer Runde jetzt drüber nachzudenken, ob der Platz schwerer werden soll, ist ja Blödsinn, Leute. Da hat einer mal eine 64 gespielt. Wenn dieser Pitch an der 18 nicht die Fahnenstange trifft, ist er im Wasser. Habt ihr, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt? Der war so schnell. Also ich will das nicht, ne? Und gestern wurde sehr gut gespielt. Also gestern muss der Platz ja irgendwie anders gesteckt gewesen sein. Das war ja mein Eindruck. Gestern waren die Scores extrem gut gegen alle anderen Tage. Ne? Ich habe aber auch viele wirklich schlechte Schläge gesehen, die ja mit den Golfers nichts zu tun haben. Ich war überrascht. Manche Abschläge 30, 40 Meter weg, einige Spieler, was ich so gesehen habe. Also der Platz ist natürlich schwer. Das ist auch völlig in Ordnung. Die Spieler wollen das so. So ich das weiß, wollen die Spieler das so. Der Beste soll sich da durchkämpfen und nicht das große Birdie-Festival.
Und ich meine, guter Score, die Bedingungen, was ich gesehen habe, die Grüns waren ja fantastisch. Die Bälle rollen ja, die sind so sauber und treu gerollt. Das ist ja immer das, was für jeden guten Spieler immer wichtig ist. Alles so lassen, wie es ist. Wunderbar. Ich meine, 6 Unter ist ja nicht gerade jetzt der Höllenscore. Ich weiß nicht, wie viele Spieler waren unter Par? 12, 14, da war schon Schluss. Also, wow. Das ist US Open-Niveau. Das sind die beiden Deutschen, die es geschafft haben, zu US Open. Die haben schon mal einen guten Test gehabt dann für das, was sie da erwartet. Das wird ja wahrscheinlich noch brutaler. Wahrscheinlich, genau, es waren insgesamt 15 Spieler unter Par und wir gucken noch einfach noch mal kurz zusammen auf das Leaderboard, denn wir sehen hier Marcel Schneider in den Top 5, hat damit die US Open Quali geschafft, wird in 2 Wochen sein erstes Major spielen. Dann weitere sehr gute deutsche Ergebnisse von Nicolai von Dellingshausen, auch bei 1 über hat auch noch mal eine richtig starke Finalrunde hingelegt. Mit 3 unter Par kann man an so einem, auf so einem schweren Golfplatz natürlich ordentlich Meter machen. Gleiches Endergebnis für Marcel Siem und den nächsten Major-Debütanten, den wir bald sehen, Yannick Paul. Auch er hat ein starkes Turnier gespielt, auch wenn, genau, am Sonntag eine 1 unter, hat sich damit auch auf insgesamt 1 über gespielt. Alex Knappe lag nach 3 Runden noch als bester Deutscher auf dem geteilten 10. oder 11. Rang. Am Finaltag leider nicht mehr so viel zusetzen können. Da ging es ein bisschen nach hinten. Aber ja, trotzdem, Yannick Paul, Marcel Schneider ab zur US Open ist natürlich ein Riesenerfolg für die beiden. Ich habe noch eine Frage an den Turnierdirektor, beziehungsweise 2 Fragen. Erstens, gestern der Ausgang. Hast du dir von Victor Perez auch mehr erwartet? Und was glaubst du, woran es lag? Ich meine, ist der Platz schwieriger geworden für den Schlussflight? Da hat er nun wirklich underperformed oder waren es die Nerven oder was war's? Punkt 1, wie analysierst du das? Und Punkt 2, wie sehr ärgert den Turnierdirektor, wenn nach der ersten Runde 13 Leute so unterirdisch schießen, dass sie dann auch zurückziehen und sich schon nach der ersten Runde mit gepacktem Koffer aus dem Staub machen? Ich weiß, dass das sogar in den US-Medien aufgefallen ist und dass der ein oder andere Fan da auch jetzt nicht so begeistert von war, von den Kameraden, die sich da nach der ersten Runde schon verflüchtigt haben. Zur Frage 1, dass der Victor. Ich glaube, der hat jetzt über Tage und Wochen so gut gespielt und so lange gut gespielt. Sorry, ich stehe ein bisschen im Wind, ich gehe mal rüber. Dass ich glaube, dass es eigentlich, ja, ob es die Nerven sind oder ob es auch irgendwann mal dann eine Müdigkeit ist, nachdem man auf dem hohen Niveau so performt hat. Ja, er hat sicherlich im Kopf gehabt. Ich glaube auch, dass er es im O-Ton danach gesagt hat. Ich meine, das gehört zu haben, dass er 1, 2 Fehler gemacht hat und dann da ist er sicherlich auch nervös geworden. Back-to-back-Siege kommen dann auch irgendwann ab der 15, 16, kommt es in den Kopf, was natürlich für jeden Spieler auch ein riesen Karriereschritt ist. Ich meine, aber ich glaube, dass wir von ihm noch viel hören werden. Es ist allgemein unheimlich beeindruckend, muss ich sagen, dass es immer wieder neue Franzosen gibt, die ins Rampenlicht schießen. Jedes Jahr hört man 1, 2 Franzosen, die man sonst irgendwie gar nicht auf dem Schirm hat. Und auf einmal, bumm, haben die Franzosen wieder 1, 2 Sieger produziert. Ich würde mir das für Deutschland auch wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen freue ich mich auch darüber, dass sich so 2 Jungs so gut gespielt haben. Auch dass der Yannick sicherlich noch eine Riesenchance hat, eine tolle, tolle Karriere zu machen. Und zu deiner zweiten Frage, das ist eine berechtigte Frage. Da muss man mal mit der DP World Tour drüber sprechen. Auch wie die Politik dort ist, wir kennen es vom Tennis, da muss man schon sehr aufpassen, wenn man auf ein Top-Turnier zurückzieht, dass man dann einfach geht und man muss auch ganz klar nachweisen und dokumentieren, wie verletzt man ist. Ich habe das Gespräch schon mal geführt und dann schauen wir mal, was das Feedback ist. Auf jeden Fall ist es natürlich sehr auffällig. Man muss dann sagen, vielleicht haben die Spieler wirklich, sind die so verprügelt worden, dass sie auch einfach gar keine Lust mehr hatten zu spielen. Aber das ist dann immer eine Frage der professionellen Einstellung. Ja. Frank, du bist der einzige von uns vielen hier, der mal Profigolfer war. Hast du jemals von einem Turnier zurückgezogen? Nee. Ich bin so ein Kämpfer. Ich bin eine richtige Kampfsau. Der fertig. Man muss dann nachfragen. Da kannst du nicht sagen, du spielst scheiße, dann fahre ich nach Hause, habe irgendwie eine Verletzung an der rechten Pobacke oder irgendwie einen Quatsch. Das geht ja alles gar nicht. Also man muss auch mal an die Sponsoren denken. Da gibt es eine Firma wie Porsche, da gibt es die, die sich engagieren.
Also, sorry, also du hast völlig recht. Wenn das eine Profi-Einstellung ist, dann werden die sowieso nicht weit kommen, die Leute. Nochmal kurz zu dem Victor Perez. Ich meine, das ist ein mega geiler Spieler. Ich finde ihn richtig gut. Gewonnen hat er aber davor die Woche, weil er gepattet hat wie so ein Außerirdischer. Gestern, die letzten 6, 7 Löcher, was ich gesehen habe, hat er gepattet wie ein Anfänger. Er hat alles vorbeigeschoben, 2, 3 Putts. Er hat genauso gut gespielt wie davor. Aber gestern, der Putter war total kalt. Dann geht halt nichts. Ne? Das ist Ja, halt so. ja, Und nochmal zu dem Golfplatz auch mal sagen: Hey, Kurz, Frank, eine kurze Unterbrechung. Du kannst gerne weiterreden. Ich möchte nur kurz ansagen, dass ich jetzt den wohl besten Schlag des Turniers kurz einblenden möchte, nämlich das Hole in One von, weil wir die ganze Zeit über ihn reden, Victor Perez vom Samstag. Und jetzt kannst 17, he's du only 172. gerne weiter ausführen noch zum Jetzt Platz. nicht, dann gucken wir einmal. Er hat einen geilen Schwung, ist ein toller Spieler, ist ein Athlet, also ein ganz großer Golfer, finde ich auch. Also von dem wird noch viel kommen. Ja. So, und dann geht es in eine Kugel da rein. Das ist so schön. Das geht so schnell vorbei. Herrlich. Klasse, ja. Nee, und was ich nochmal sagen wollte, weil du sagst gerade wegen deutsche Spieler, wir haben ja noch nie so viel Deutsche auf der Tour gehabt wie dieses Jahr, muss man ja auch mal sagen. Ja. Aber die Jungs brauchen aber so Golfplätze wie Green Eagle. Wenn die von ihrem Heimatplatz kommen, wo sie dann mit einem halben Satz eine 68 spielen, wo eine 68 aber eigentlich nur Par, also nicht 4 unter, dann bringt das auf einmal nichts, wenn die dann Green Eagle spielen oder Paris National oder was für Golfplätze die spielen oder Wentworth. Das sind alles ganz andere Golfplätze. Das heißt, die sind ja auch dankbar, gerade unsere Deutschen mal, dass die auf so einem Platz spielen dürfen. Mega Test in der Woche. Du siehst, wo du stehst. Und wenn wir sehen, sie haben gut gespielt. Also so viele Deutsche so weit vorne in Top 20 waren ja lange gar nicht mehr. Ne? Und dabei waren ja Ja. unsere Superstars ja nicht mal mit dabei, so mehr oder weniger. Also Ja, so eine Woche aber kann nur gut tun. Ja. ja, und da hatte ja der Frank total recht, weil, also ich habe ja, ich komme ja aus anderen Sportarten als im Golf und spiele natürlich auch Golf, aber ich habe immer so gesagt, Mensch, ich rede ja auch mit unseren Spielern manchmal darüber und ich verstehe viele Sachen bei Golfern nicht. Wenn man jetzt so einen Platz hat wie hier, dann sieht man in den letzten Wochen Marcel Sieben und Freddy Schott, die halt auch hier oben wirklich Zeit verbracht haben und mit Bleschi den Platz abgegangen sind. Die kennen sich natürlich auch gut, die sind alle befreundet und haben sich die guten und schlechten Stellen vom Bleschi erklären lassen, aber auch den Platz gespielt mit ihm. Und deswegen kannten die beiden Jungs den Platz. Die wussten, wo sie hinspielen müssen. Die wussten auch, was mit dem Raff passiert. Und ich finde immer, hey Jungs, das ist euer Heimatturnier. Ich möchte ein bisschen Commitment sehen. Ja, ich möchte nicht, dass irgendwie, ich verstehe es einfach nicht, wenn Spieler am Dienstagmorgen zu einem Turnier anreisen, spielen so eine halbgare Einspielrunde und dann machen sie noch ein bisschen Pro-Am und dann war es das, die Vorbereitung. Das ist, weil ich verstehe es einfach nicht. Wir sehen es bei Tennisspielern, die wirklich wochenlang auf Asche trainieren, um dann die French Open zu spielen. Oder frag mal Rafa Nadal, der gestern den 14. Roland-Garros-Titel gewonnen hat, wie er jetzt seine Vorbereitung auf Asche für die French Open gemacht hat. Und da, vielleicht ist es beim Golf einfach anders, wie der Herr Frank ist der Experte, aber ich kenne es selbst von Golfplätzen, wo ich spiele. Kenia ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, die Esther, die kannte den Platz gar nicht, hat sich dann eingespielt und jetzt beim zweiten Sieg in Kenia hat die Esther den Platz genau gekannt, wusste auch, dass er trocken ist, wusste, dass der Wind aus einer anderen Richtung kam und hat deswegen genau gewusst, was sie zu tun hat. Ja, sehr gut. Auch hier wieder kurz zur Einordnung Esther Henseleit, um die geht es hier gerade. Die hat 2019 und ja, genau, früher in diesem Jahr die Magical Kenya Open auf der Ladies European Tour gewonnen. 2019 damals auf dem Weg in ihrer Rookie-Saison zum Sieg auch in der Saisonrangliste. Dieses Jahr spielt sie natürlich auf der LPGA Tour und ja, tritt mehr oder weniger nur bei ausgewählten Turnieren auf der Ladies European Tour an. Frank, wolltest du darauf noch antworten? Ja, nee, was ich gerne mal sagen wollte, weil mir das so wichtig ist. Ich habe viel für Porsche machen dürfen. Ich war von Anfang an mit dabei. Porsche European Open. Die European Open hätte es ja gegeben. Diesmal so oder so. Jetzt kommt plötzlich die Firma Porsche mit und sagt, wir hätten Bock, da mitzumachen. Titelsponsor. So, und wenn du dann gesehen hast, wie die Spieler, man, jeder Sponsor ist gut und wichtig, Gottes Willen. Aber wenn du die ganzen Spieler gesehen hast und gehört hast, hey, Porsche ist einfach eine geile Firma, ist ein geiles Auto, jeder will einen Porsche haben, Porsche ist was Besonderes, die machen jetzt Sponsor bei uns in European Open. So, warum ich das sage, ist, das ist für jeden Spieler, auch wenn er dann mal nicht so gut spielt, eine Verpflichtung, bis zum Schluss zu zeigen, hey, geiles Turnier, ich gebe hier alles, es läuft halt diese Woche mal schlecht. Das, was der Dirk sagt, also zum Profi gehört ein bisschen mehr als immer nur eine gute Runde, sondern auch die Schlechten gut zu spielen und bei den Schlechten gut auszusehen, das ist eben auch ein Profi. Ja?
Das ist auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, um vielleicht nochmal generell auf das Teilnehmerfeld zu blicken. Ich erinnere mich an die Porsche European Open von vor, ich glaube, es war die vor 4 Jahren. Da standen wir auf der Reeperbahn und haben Live-Interviews gemacht mit Bryson DeChambeau, Patrick Reed, dem amtierenden Masters-Sieger damals. Wer war noch da? Pat Perez war da. Und ja, heute, okay, mit Tommy Fleetwood, okay, Paul Casey ist natürlich bitter gelaufen, dass er auch verletzt war, sonst hätte er natürlich auch gespielt, aber insgesamt erkennt man ja, und da ist jetzt gar nicht nur, geht es gar nicht nur um die Porsche European Open, sondern generell um die DP World Tour, über die letzten Jahre schon so ein bisschen so einen stetigen, so eine stetige Abnahme der Qualität der Felder. Könnte man zum einen so interpretieren oder sagt ihr einfach, wir müssen uns schlicht und einfach an eine neue Generation gewöhnen. Die Jungs, die vor 5, 6, 7, 8 Jahren die großen Namen waren, die sind es jetzt vielleicht nicht, einfach nicht mehr. Denn es kommen neue Leute nach und wir haben jetzt einfach neue Stars. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Ich habe mit Keith Pelly lange darüber diskutiert, als er da war. Wenn ihr mal auch nochmal eine Parallele zum Tennis darauf guckt, wie die ATP ihre Next Generation promotet und auch ein eigenes Finale für die Next Gen Federation in Mailand hat, dann ist es das, was wir im Golf ähnlich brauchen, um auch den jungen Upcoming Stars, die sicherlich auch solche Golfplätze, wie wir sie hier in Green Eagle haben, bewältigen können. Die brauchen eine Plattform und die brauchen auch eine Plattform, dass man sie kennenlernt. Nicht nur, wenn sie ein Turnier gewinnen, muss man sie kennenlernen, sondern auch, wenn sie schon auf hohem Niveau performen. Und wir werden jetzt sowieso eine große Durchmischung von ganz vielen Menschen sehen, die im Golf und in den Top-Ligen spielen. Wir haben eine neue Liga, wo viele spielen. Und wir müssen mal gucken, welche Spieler in den zukünftigen Jahren welche Eventserien spielen. Das wird sich ein bisschen verschieben. Und das ist auch sehr touranalog. Es gibt auch Spieler, die sagen, hey, ich möchte nicht mehr 20, 30 Events im Jahr spielen. Und deswegen glaube ich, werden wir in 12, 24 Monaten andere Tourkalender sehen. Und dann wird es spannend bleiben, wie die aussehen und mit welcher Konstellation von Spielern. Mhm. Michael, wie ordnest du das ein? Ich sehe es genauso wie Dirk, da verschiebt sich momentan eine ganze Menge durch die Dinge, die dazukommen, ohne die jetzt in irgendeiner Form kommentieren zu wollen. Da wird die Szene richtig aufgemischt. Vielleicht tut es den teilweise verkrusteten Strukturen mit den Turniersystematiken, vielleicht tut es dem sogar ganz gut. Und was ich tatsächlich sehr interessante und gute Anmerkung finde, ist das Herausheben der Nachwuchsleute, Next Generation zu pushen. Wir sehen alle immer nur den Sieger. Wir freuen uns, wenn mit Kalle Samoja jemand kommt, den man normalerweise überhaupt nicht auf dem Zettel hat, der man eigentlich auch selbst als Journalist nur sehr bedingt auf dem Radar hat. Und da kommt so einer ins Rampenlicht. Aber ich finde genau diesen Ansatz zu sagen, wir haben junge Spieler, wir haben eine Next Generation und die müssen wir mal ein bisschen pushen und in der Öffentlichkeit vorstellen, ohne dass sie dafür direkt ein Turnier gewinnen müssen und dann in der Öffentlichkeit stehen, sondern wirklich eine Promotion auch durch die Touren gibt. Das ist sicherlich ein guter Ansatz, um Golf auch noch breiter zu machen. Alle kennen die Stars, aber was dahinter kommt und dass die auch richtig gut Golf spielen können, das ist beim normalen Fan gar nicht so, es ist natürlich bekannt, jeder kann sich das vorstellen, aber es ist gar nicht so selbstverständlich davon auszugehen, dass da wirklich auch im Feld eine hohe Qualität ist und dass eine hohe Qualität an jungen Leuten nachkommt. Und das ist sicherlich ein sehr guter Ansatz zu sagen, die wollen wir auch ein bisschen rausstellen. Es ist ein bisschen schwierig, von der nächsten Generation zu sprechen, wenn wir von Marcel Schneider reden. Aber zumindest ist er die nächste Generation, die an einem Major-Turnier teilnehmen darf. Marcel ist gestern auf dem geteilten 5. Platz gelandet. Und was er nach seiner Runde gesagt hat und auch über die gelungene US Open-Qualifikation, da hören wir jetzt mal eben rein. In der Top 10. Ja, natürlich sensationell. Klar hatte ich im Hinterkopf die Top 10, damit ich in die US Open komme und es war komplett anders jetzt am Wochenende das Spiel wie noch Donnerstag, Freitag. Ich habe Donnerstag, Freitag ein mäßiges langes Spiel gehabt, aber ich war richtig heiß auf den Grüns und ums Grün herum. Und jetzt am Wochenende war es genau anders. Ich war vor allem gestern brutal im langen Spiel und der Putter war leider ein bisschen kalt.
Und heute war es so ein bisschen eine Kombination, ehrlich gesagt. Also, ja, ich habe die Putts gelocht, die wichtig waren. Also, der Putter war wirklich da und hat gut funktioniert. Und das lange Spiel war auf einem sehr, sehr guten Level. What did it mean to perform in front of a home crowd like you did today on a Sunday, final round Sunday? Also, definitiv ist es immer speziell, wenn man natürlich zu Hause spielt und immer ein Highlight natürlich im Kalender. Und die Zuschauer haben mich da ein bisschen getragen und ja, ist einfach phänomenal. How proud are you of your performances over the past 3 weeks? Also nach dem Start der Saison bin ich da definitiv zufrieden, weil der Start, der war alles andere wie nach Maß. Aber jetzt momentan sieht es so aus, dass ich mein Spiel gefunden habe. Es geht mir lockerer von der Hand. Und ja, es scheint so, als wenn ich gerade auf so einer Welle reite. Today's round, you played yourself all but into the US Open in 2 weeks' time. What would that mean to make a debut at Brookline? Also wie ich ja gerade eben schon erwähnt habe, das war von Anfang an mein Ziel heute. Ich wusste, ich muss tief schießen. Ich hatte im Kopf 4 Under, bringt mich durch. Jetzt ist 5 geworden. Ich hoffe, es reicht. Und ja, ist natürlich sensationell. Ich habe genau mein Ziel erreicht und ja, freue mich schon drauf. Thanks for your time. Ja, Marcel Schneider also mit guten Ergebnissen in der Woche, in den letzten Wochen. Er ist in Spanien in die Top 10 gekommen, war letzte Woche schon in den Niederlanden in den Top 5. Jetzt die nächste Top-Platzierung, die bringt ihm natürlich auch in der Saisonwertung sehr weit nach oben und damit auch der Tourkarte näher. Aber jetzt hat er sich erstmal ein Highlight geschaffen, nämlich die anstehende US Open in 2 Wochen. Wer freut sich am meisten? Also Marcel natürlich, aber es ist natürlich schön. Martin Kaymer ist natürlich qualifiziert für dieses Turnier. Wie es mit Martin weitergeht, das steht leider momentan total in den Sternen. Aber wir wissen, also mit Marcel Schneider und Jannik Paul haben wir 2 deutsche Starter auf jeden Fall dabei. Ja, Frank, vielleicht kannst du das als der ehemalige Spieler unter uns mal so ein bisschen einordnen. Was bedeutet es, bei einem Major antreten zu dürfen? Ja. Ich habe das nie gespielt, habe immer nur zugeguckt, war schon geil, aber da mitspielen dürfen, ist dann das geil hoch 4. Ja, das ist doch toll für die beiden Jungs. Und ich fand das eben auch interessant mit dem Next Generation. Man muss natürlich in Deutschland das ein bisschen anders sehen. Man muss ja nicht 19, 20 sein, um die nächste Generation zu sein. Das heißt, in Deutschland gab es ja schon viele Golfer, die sehr jung ziemlich gut waren in Deutschland. Verglichen dann mit international wären sie nie da gewesen, wo man sie gesehen hat. Und so ist es im Golf eben auch. Und der Marcel Schneider ist schon länger dabei. Aber du brauchst, wenn du aus Deutschland kommst, vielleicht auch ein bisschen länger, was ja auch gar nicht schlimm ist. Unser Freund Bernhard zeigt, dass man mit 64 noch Weltklasse spielen kann. Also du bist ja beim Golf auch zeitlich nicht unter Druck. Ein Tennisspieler, der hat gerade wegen Tennis gesprochen. Ich meine, Nadal, das ist ein Tier. Das weiß ich, was mit dem los ist. Das ist ja Wahnsinn. Da kann man ja gar nicht ausdrücken, wie gut er das macht. Aber das ist im Golf ja doch, da geht es ja weiter hinten raus. Und dieser Megapunkt der Erfahrung ist so wichtig. Und Jannik Paul hat eine gute Zukunft. Wir haben gute Spieler. Hurley Long ist gut. Wir haben ja da wirklich einige, aber die brauchen halt ein bisschen länger, weil sie von manchmal einfachen Plätzen mit einfacher Konkurrenz kommen und plötzlich kriegen sie dann vollen Gegenwind. Und dieses Feld war ja noch nicht mal richtig gut. Das wissen wir alle 4. Wenn das beste Feld der Welt kommen würde, dann hast du ja nochmal 50, 60, 70, 80 Bomber vor dir. Wow. Also, und deshalb für die beiden das mitspielen zu dürfen, ist es so toll. Und vielleicht schaffen sie sogar 4 Runden. Das wäre ja grandios. Um vielleicht noch mal kurz den Qualifikationsprozess dahinter auch zu erklären. Es gab über eine monatelange über einen längeren Qualifikationszeitraum bei verschiedenen Turnieren auf der DP World Tour die Gelegenheit, Punkte für eine extra Rangliste zu sammeln. Und die Top 10 dieser US Open Qualifikationsrangliste haben sich jetzt eben für das Turnier in 2 Wochen qualifiziert. Darunter, wie gesagt, Jannik Paul und Marcel Schneider. Dirk, sowas wertet so ein Turnier natürlich vor allem unter den Spielern unheimlich auf, zu der US Open Quali beizutragen. Wie kommt das? Hat das die European Tour für euch entschieden, dass ihr da das letzte Quali-Turnier seid? Ja, also ich sage, die DP World Tour und wir haben das gemeinsam entschieden. Wir haben natürlich darum gebeten, dass wir sowas bekommen. Das wertet auf jeden Fall auf. Und die DP World Tour hat an dem Titel European Open auch ein klares Interesse. Das ist ein sehr traditionsreiches Turnier. Und man muss immer daran denken, wie lange dieses Event schon gibt und welche Tragkraft das eigentlich auch hat. Das ist ja nicht irgendein DP World Tour Turnier. Und von daher freuen wir uns darüber. Das ist ein guter Anreiz. Und dass es jetzt 2 Jungs von unserer Truppe geschafft haben, ist natürlich sensationell. Ist großartig. Kommen wir noch zu dem einen, den wir gerade auch schon erwähnt haben, der auch schon für die US Open qualifiziert ist. Martin Kaymer,
hat am Mittwoch nach 6 Löchern das Pro-Am-Turnier abgebrochen, aufgrund von Schmerzen in der Hand. Es wurde am nächsten Tag dann recht früh bekannt gegeben, dass er nicht zum Turnier antreten wird, aufgrund einer Sehnenreizung oder Sehnenentzündung. Ja, damit ist natürlich auch offen, ob der angekündigte Start diese Woche in London auf der Saudi-Tour überhaupt stattfinden kann. Und damit ist natürlich auch die US Open in Gefahr. Es sieht natürlich alles jetzt ein bisschen ungünstig aus. Martin Keimer hat letzte Woche der FAZ, dem Kollegen Scheffler, ein Interview gegeben und sich da nochmal so ein bisschen zu dem Thema Saudi League auch geäußert, hat da mehr oder weniger abgewiegelt. Auch er sei kein Politiker. Das ist ein Satz, den wir schon viel zu oft von Golfprofis mittlerweile gehört haben. Jetzt, wie gesagt, sieht es etwas ungünstig aus. Eine Verletzung aus dem Pro-Am brachte natürlich auch den Umstand mit sich, dann keine Fragen beantworten zu müssen. Ich bin weit davon entfernt, hier irgendwem irgendwas unterstellen zu wollen. Wie geht's euch mit der Situation um Martin Keimer? Ich denke, unglücklich ist wohl das Mindeste, oder? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, alle Menschen, die hier dann in irgendeiner Art und Weise darüber spekulieren oder sich den Kopf darüber machen, dass der Martin irgendwie bewusst aus seinem Heimatturnier rauszieht, den kann ich direkt sagen, der Martin hätte nichts lieber gemacht, als bei uns zu spielen. Der hat wirklich alles versucht. Der hat mit Schmerzen auch schon auf der Range gestanden. Und Verletzung ist Verletzung. Er war im MRT, er hat eine dicke Entzündung im Handgelenk. Zwei Top-Handexperten haben gesagt, er soll auf gar keinen Fall weiter Welle schlagen. Und der Martin hat mich wirklich, wirklich verbittert und traurig angerufen, dass es ihm total leid tut und dass er unglaublich gern gespielt hätte. Er hat eine lange, lange Saisonvorbereitung gemacht mit seiner Familie, war in den USA, hat endlich sich so vorbereiten können, wie er sich vorbereiten will. Wer den Martin kennt, weiß, dass das kein Gequatsche ist, sondern dass er das genauso getan hat. Und ich glaube, dass wir von Martin dieses Jahr noch gute Ergebnisse sehen. Und ich hoffe sehr, dass er sich schnell erholt und dass die Hand heilt. Und ich kann euch eins sagen, der wollte unbedingt spielen. Und der war total traurig. Er hat angeboten, dass er auf der Anlage bleibt. Er hat angeboten, dass er in Pressegespräche kommt. Ich wollte bewusst nicht, dass der Martin jetzt über andere Dinge redet. Ich habe ihm gesagt, geh nach Hause, erhol dich, lass dich behandeln. Der Physio war auch mit in Hamburg, der ist direkt mit angereist. Das heißt also, Martin hat sich bei der PGA Championship im RAF verletzt. Die hat er mitgeschleppt, die Verletzung. Und von daher kann ich allen, die hier zuhören, sagen, der Martin hat mit Sicherheit jetzt nicht aus irgendwelchen komischen Gründen die Porsche Open abgemacht. Das ist natürlich super, dass du das so schnell aufklären konntest. Da kann ich der als Medienvertreter und Michael wird mir beipflichten sagen, es wäre natürlich super gewesen, ihn trotzdem sprechen zu können. Und nämlich genau diese Gedanken, es ist natürlich so, wenn man sich dann unter den Golffans auch in Green Eagle so ein bisschen umhört. Ich meine, Dirk, da wirst auch du zustimmen, der Gedanke liegt natürlich nicht so wahnsinnig fern, zu da irgendeinen Zusammenhang herzustellen. Ja, das hätte man sicherlich mit einem Termin irgendwie auf der Anlage sicherlich schneller aus dem Weg räumen können. Ja, da haben wir alle drüber diskutiert, auch mit Martin. Und er wäre auf jeden Fall auch gekommen, wenn wir das gewollt hätten. Aber wir haben bewusst entschieden, dass wir keinen Nebenkriegsschauplatz aufmachen wollen am ersten Tag der Porsche European Open, weil es da um die Porsche European Open geht und nicht um irgendwelche anderen Sachen. Und von daher kann ich da nur den Martin in totale Verteidigung nehmen, der stand bereit und wäre auch gekommen. Und wir haben das entschieden, dass er sich normal äußert, auch über Social Media äußert, hat er getan. Und von daher hat er da völlig 100% unsere Rückendeckung. Ja. Nachvollziehbar für dich, Michael? Absolut, sage ich sofort, ganz spontan. Die Argumentation mit dem Nebenkriegsschauplatz kann ich absolut verstehen. Das ist, möchte man bei so einem Turnier nicht, dass da irgendwo eine zweite Ebene aufgemacht wird. Da geht es um die Porsche European Open, finde ich auch komplett richtig, völlig in Ordnung. Ich lasse das, was Dirk gesagt hat, sehr, sehr gern so stehen als Erklärung für das, was da ist. Und du warst nah dran und bist nah dran.
Da gibt es dann auch aus unserer Sicht heraus, also in meiner Wahrnehmung, fast nichts mehr dazu zu sagen, sondern danke für die Aufklärung und danke für die Hintergründe. Und das lasse ich sehr gern so stehen, aus meiner Warte. Ja, dann bleibt uns beim Thema Martin Keimer tatsächlich nicht viel übrig, als abzuwarten, was jetzt diese Woche passiert, was in London passiert und vor allem auch, wann eigentlich die DP World Tour wahrscheinlich in Person von Keith Pelly irgendwann mal reagiert und sich äußert, wie es weitergeht. Denn solange dieses Turnier da nicht gespielt ist und solange es keine Entscheidung gibt, wie es mit den Teilnehmern dort weitergeht, ist auch offen, ob die eigentlich an der US Open dann teilnehmen dürfen. Ich meine, wir haben Bernhard Langer, ich sage mal gehabt, klingt das ein bisschen blöd, aber er ist immer 64. Und dass wir nach Bernhard nochmal so einen riesen Golfspieler kriegen wie Martin Keimer, wer sich mit seiner Karriere mal beschäftigt und sich mal im YouTube mal sich die ganzen Turniere anguckt, die er gewonnen hat, was er erreicht hat, ist ja mega, mega, mega. Wir sind ja dankbar, dass wir ihn haben. Und warum wir alle so lechzen und hinterher schreien, ist, es wäre toll, wenn wir Martin Keimer wieder mal so ansatzweise so hätten, wie er mal war. Mehr will, glaube ich, der Golf-Fan nicht. Mehr wollen wir alle nicht, weil er ist ein super Typ, mega erfolgreich. Und der deutsche Sport, der Golfsport bräuchte ihn wieder auf den Fairways mehr. Das wäre so ein Wunsch. Und das, man darf nicht vergessen, was er schon alles geleistet hat. Ja. Und da bin ich 100% bei dir, Frank, weil wer den Martin kennt, ich meine, der Martin ist bei mir um die Ecke groß geworden in Mettmann. Mhm. Ich wohne in Ratingen-Homberg, das ist ungefähr 5 Kilometer Luftlinie. Und er wohnt in Düsseldorf bei unserer Agentur um die Ecke und geht bei uns ein und aus. Er ist ein guter Freund von Christian. Wir kennen den Martin gut und der Martin hat wirklich das Herz am absolut richtigen Fleck. Und der ist ein Top-Athlet und der hat uns unfassbar viel Freude gemacht in unserem Leben. Das ist so ein bisschen wie bei Boris Becker. Ja, dann wird auch Boris Becker eingehauen, weil er kein Tennis mehr spielt. Und der Martin hat aber noch ganz viel in seiner Karriere vor sich. Und ich hoffe genau wie der Frank. Ja, ich sage immer nur, achtet auf Richard Bland, der mit, ich glaube, 48 Jahren sein erstes DP World Tour Event gewonnen hat. Sergio Garcia hatte Riesenlücken. Henrik Stenson hatte Riesenlücken in seiner Karriere und sind dann alle zurückgekommen. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass wir Martin Keimer nochmal beim Ryder Cup sehen. Und das ist mein ganz großer Wunsch. Und von daher, der Martin hat nicht verlernt, Golf zu spielen. Denkt das nicht. Der ist immer noch ein sehr guter Golfer. Und der haut auch noch immer lang genug, um hier überall mitzuhalten. Also ich bin der gleichen Meinung wie der Frank. Das ist immer so, dass die Zuschauer sagen, ach, der muss doch hier spielen. Und ohne, dass die Leute die ganzen Hintergründe kennen. Und von daher kann ich euch sagen, der Martin, den werden wir wieder sehen und der Martin wird auch wieder gut spielen und wir müssen ihn auch ein bisschen in Ruhe lassen. Der ist gerade Papa geworden und hat eine junge Familie, eine ganz tolle, nette Frau und die auch Profisportlerin ist und von daher glaube ich, dass das alles gut tut und ich wünsche dem Martin einfach alles Gute und dass er uns weiterhin oder irgendwann wieder die Freude macht, wie der Frank es gerade gesagt hat. Wunderbar, wir werden es natürlich verfolgen. Die US Open steht, wie gesagt, in 2 Wochen an. Martin Keimer dann hoffentlich dabei und hoffentlich überrascht er uns dann auch sportlich. Die US Women's Open, die hat parallel zur Porsche European Open stattgefunden. Und auch da wollen wir noch einmal zumindest ganz kurz einen Blick auf das Leaderboard werfen. Gewonnen hat Minji Lee aus Australien und auch 2 deutsche Spielerinnen waren im Cup. Da müssen wir ein bisschen nach unten scrollen. Izzy Gabsa und Caro Masson bei +10, leider beide einen harten Finaltag erwischt mit 6 Überpaar auf dem geteilten 51. Platz. Wir haben hoffentlich bald schon in wenigen Wochen die Gelegenheit, beide vielleicht nur eine, in Deutschland zu sehen, und zwar im Golfclub Sediner See. Da wird nämlich das Amundi German Masters ausgetragen. Dirk, und wie es der Zufall will, bist du auch dafür durchaus verantwortlich. Gib uns einen kleinen Ausblick auf das, was wir erwarten können. Ja, wir rasten nicht, sondern wir machen direkt weiter. Von daher, wenn wir gleich oder hoffentlich in den nächsten Tagen hier in Winsen an der Luhe abgebaut haben, ziehen wir direkt um nach Sedin. Und wir freuen uns sehr, dass wir endlich nach vielen Jahren, nach der letzten LEM 2016 in Hubelrad, wieder Profi-Damengolf nach Deutschland holen. Wäre ja geradezu grotesk, wenn das nicht funktioniert. Auch da kann ich euch sagen, das war ein Kraftakt. Wir haben einen ganz tollen Partner gefunden mit Amundi, mit tollen Menschen, die da mitarbeiten, die im Team sind, vom Daniel Reitz. Und von daher
freuen wir uns über einen wirklich tollen Titelsponsor und auch die VCG unterstützt. Marco Peke ist wirklich Seite an Seite mit uns, auch mit dem Partner Amundi tätig. Der DGV hat geholfen. Und ja, jetzt ist es Aufbauarbeit. Wir haben einen super Golfplatz gefunden. Also uns war es wichtig, wie auch der UK Media, dass wir einen Top-Golfplatz finden, der auch herausfordernd ist. Trent Jones Design, die machen unheimlich viel gerade an dem Platz. Die wollen den Platz wieder da haben, wo er mal war, auch im Pflegezustand. Da sind sie auf dem besten Weg. Und ja, das ist ein nächster Höhepunkt. Und wir hoffen, dass wir da nicht nur top internationale, sondern auch top deutsche Leistungen sehen. Ja, und wir hoffen, dass wir auch dich dann vielleicht im Rahmen unseres kleinen Talks hier nochmal sehen, denn selbstverständlich werden wir zum Amundi German Masters dann auch nochmal eine Sendung machen. Für heute sage ich danke an Michael Basche, Frank Adamowitz und ganz besonderen Dank an Dirk Littenberg, dass du uns hier mal quasi besucht hast und vor allem auch für deine offenen Worte und die Insights zum Thema Martin Keimer. Ich denke, da konnten wir ein bisschen aufräumen. Herzlichen Dank. Danke euch. Wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche wieder, sofern ihr es noch nicht getan habt. Folgt dem Kanal, auf dem ihr das hier gerade seht. Sagt uns eure Meinung zum Thema Porsche European Open, Martin Keimer, oder auch schon berichtet uns von eurer Vorfreude auf das Damenturnier bei Berlin. Herzlichen Dank. Kommt gut in die Woche und bis bald. Bis dann, Dankeschön. Danke, Dirk, für deine Zeit und an die beiden anderen. Tschüss und schönen Pfingstmontag noch. Ciao. Ja, euch auch. Wir räumen ein bisschen auf. Bis dann. Danke, tschüss.